an Tag 15. Es ist schon fast 17 Uhr bei mir und ich habe heute noch gar nichts gefilmt. Ich fühle mich heute sehr unkreativ und deswegen habe ich mir heute früh überlegt, dass ich heute ein Laber-Video mache, um einfach mal für mich ein bisschen die Kreativitätsanforderungen runterzuschrauben und für euch ein bisschen Abwechslung auch zu bieten. Ich dachte, ich scrolle dazu ein bisschen durch die Kommentare, die ihr so unter den bisherigen Videos gemacht habt. Ich habe die meisten davon schon beantwortet, aber ich dachte einfach, dass das nochmal ein bisschen Raum für Themen gibt, die euch interessieren, die in so einem Kommentar halt einfach nicht so ausführlich zu beantworten sind. Gerade in den ersten Videos bin ich ja so ein bisschen auf die Jobsuche eingegangen, darüber habe ich jetzt nicht mehr so viel geredet. Da kamen aber einige Fragen von euch. Einerseits, warum bin ich jetzt auf Jobsuche? Was ist gerade unsere aktuelle Situation? Und aber auch, auf was für Jobs bewerbe ich mich so? Max und ich sind ja letztes Jahr mit dem Working Holiday Visum nach Japan gekommen. Das war im Oktober und die meisten werden wissen, so ein Working Holiday Visa ist nur ein Jahr lang gültig, aber wir sind immer noch hier. Das liegt daran, dass Max innerhalb dieses Jahres einen Job gefunden hat, über den er ein Arbeitsvisum bekommen konnte, und da wir verheiratet sind, habe ich jetzt erstmal ein Dependent Visa, also sozusagen ein Familienvisum. Man muss aber aufpassen, es gibt Unterschiede zwischen dem Spouse Visa, das man bekommt, wenn man mit einem Japaner verheiratet ist oder das Kind von einem Japaner ist etc., und dem Dependent Visa, was ich jetzt habe. Das heißt, ich bin sozusagen die Familie einer Person, die ein Visum in Japan hat. Während Spouse Visa etwas ist, wo jemand mit einer japanischen Person verheiratet oder verwandt ist. Das Visum hat ein bisschen Auswirkungen darauf, wie viel ich arbeiten darf. Mit dem Working Holiday Visa darf man eben so viel arbeiten, wie man will. Und mit dem Spouse Visa darf ich nur 28 Stunden pro Woche arbeiten. Das hat für mich jetzt eigentlich erstmal keine Probleme gemacht. Wo Max den Job bekommen hat, habe ich auch in einem Café gearbeitet, in Ikebukuro. Und ich habe eigentlich nur aufgehört, da zu arbeiten, weil das Café zugemacht hat. Ein zweiter Grund, aus dem ich früher oder später aber auch aufgehört hätte, dort zu arbeiten, ist, dass wir jetzt nach Yokohama umgezogen sind im Sommer und es einfach super weit weg wäre. Also ich bin fast 2 Stunden bis nach Ikebukuro gefahren und das halt für so ein paar Stunden Nebenjob, das war nicht so ganz rentabel. Und da ich nebenbei auch als Freelancer arbeite, musste ich halt gucken, dass ich halt auch bei diesen 28 Stunden keine Probleme bekomme. Und deswegen musste ich mich erstmal ein bisschen neu adjusten. Was für Jobs kommen in Frage? Was will ich machen? Wie einfach ist es für mich jetzt auch noch ein Arbeitsvisum zu bekommen etc.? Was sind so die besten Optionen? Und da muss ich aber gestehen, dass ich da selber mir noch nicht zu Ende meine Gedanken gemacht habe und deswegen jetzt auch nicht so im Detail darüber reden möchte. Ich habe zwischendurch auch mal als Gaming-Tester gearbeitet. Dazu kann ich aber nur sagen, da kommt man einfach ran, gerade mit Working Holiday Visa. Aber in diesen Bereichen wird sehr damit gespielt, dass es ein Traumjob ist, den jeder machen möchte. Und bei den meisten Firmen, wo ich mich so beworben hatte und wo ich auch gearbeitet habe, habe ich das Gefühl, dass die Arbeitsbedingungen eher ein bisschen komisch sind und ja, eben einfach ausgenutzt wird, dass es immer irgendjemanden geben wird, der halt zu diesen Arbeitsbedingungen diesen Job machen möchte. Und deswegen habe ich das aktuell eigentlich eher wieder verworfen, in der Branche arbeiten zu wollen, auch wenn es halt wie ein Traumjob klingt. Aber am Ende ist das halt auch nur ein Office-Job und der hat ähnlich viele Vor- und Nachteile wie jeder andere reguläre Office-Job auch. Und das muss man halt dann, glaube ich, zu jedem Preis wollen und das wollte ich nicht. Mit dem Visumswechsel habe ich aber gedacht, dass es eigentlich sinnvoll wäre, wirklich nochmal zu gucken, ob ich hier nicht professionelle Arbeitserfahrungen sammeln kann und eben nicht nur Nebenjobs machen kann. Da kommen wir aber zu dem Problem, dass ich sowieso ein bisschen unsicher bin, was ich arbeiten möchte und das nicht erst seitdem ich hier bin. Das ist schon immer für mich so ein Thema. Das heißt, auch in Deutschland war Jobsuche für mich schon nicht einfach. Es ist aber trotzdem so, dass die Jobsuche hier nochmal andere Hürden mit sich bringt, aber alle Hürden, die ich habe, liegen halt nicht nur an Jobsuche in einem anderen Land, auf einer anderen Sprache etc., sondern eben auch an meinen persönlichen Sachen, die ich in Deutschland auch schon hatte. Da kommen halt einfach viele Sachen zusammen. Deswegen ich halt auch versuche, sehr langsam das Ganze anzugehen und mir da Zeit zu lassen, um eben nicht zu überstürzen. Ich habe übrigens auch gemerkt, dass ich super schlecht darin bin, Dinge zu verlinken, wenn ich sage, dass ich sie verlinke. Und es ist bisher immer so gewesen, dass irgendjemand kommentiert hat, ah ja, danke, dass du das verlinkst. Und ich so, ich hatte das noch gar nicht verlinkt. Ich muss das mal schnell noch machen.
Oder dass jemand fragt, so, hey, kannst du diesen Shop verlinken, gerade bei den Kimono-Shops? Und ich so, oh ja, gute Idee. Also, sorry, ich bin das einfach nicht mehr gewohnt, aber ich versuche mir Mühe zu geben. Und spätestens, wenn mich jemand dran erinnert, dann verlinke ich alles. Also, wenn ihr auch irgendwas habt, was ihr noch wissen wollt oder wo ihr denkt, so, hey, dazu wäre ein Link gut, schreibt es mir immer. Wenn ich irgendwie was finde, womit ich euch helfen kann, dann mache ich das natürlich. Eine Sache, die jetzt nicht in den Kommentaren steht, aber die mir aufgefallen ist. Mein Leben besteht zu vielen Teilen daraus, zu Secondhand-Shops zu gehen. Und so dumm das klingt, aber in dieser Videoreihe, die ja jetzt, keine Ahnung, 15 Tage bisher ist, war ich schon in 3 verschiedenen Secondhand-Läden und habe über 4 verschiedene Secondhand-Läden geredet. Und das Ding ist, das ist eine Sache, die ich an Japan wirklich, wirklich sehr mag. Und es ist ein bisschen witzig, dass es so was Alltägliches ist, aber es ist einfach was, was so in der Art in Deutschland nicht funktionieren würde, habe ich manchmal das Gefühl, weil wir Deutschen viel zu geizig wären für sowas. Das Ding ist nämlich, wenn man etwas zu diesen Secondhand-Shops hinbringt, dann kriegt man nichts dafür. Ich habe auch schon mal ein paar Bücher zu Bookoff gebracht, einfach weil ich sie vor dem Umzug weghaben wollte. Und ich habe, glaube ich, für so 6-7 Bücher 100 Yen bekommen oder so. Und ich habe für jedes davon mindestens 100 Yen bezahlt, weil die alle von Bookoff waren. Aber manche waren sogar noch teurer. Das heißt, ich habe schon sehr Verlust damit gemacht. Und ich glaube, das ist was, was Japaner eher noch machen. Also Sachen günstig weggeben, bevor sie halt weggeschmissen werden oder bei sich nur rumliegen. Das ist, glaube ich, nämlich auch ein Grund, warum meine Teezeremonielehrerin mir oft so viele Dinge schenkt. Ich habe jetzt keinen kulturellen Proof dafür oder so. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber mein persönliches Gefühl ist, dass Japaner halt eher sowas dann weggeben mit dem Gefühl, vielleicht kann diese Person das besser nutzen. Und ich glaube, wir Deutschen sind halt einfach so, nee, da mache ich ja Verlust mit. Nee, das behalte ich lieber. Und wenn ich das verkaufe, dann muss ich möglichst so viel daraus kriegen, wie ich fast ausgegeben habe, so nach dem Motto. Ich will auch nicht sagen, dass ich irgendwie frei von dieser deutschen Mentalität bin. Es ist einfach nur für mich auch sehr interessant zu sehen, dass es eben anders geht und dass dadurch aber auch was geschaffen werden kann, was halt allen irgendwie hilft, weil so günstig gebrauchte Sachen zu bekommen, überall an jeder Ecke und einfach so einfach zugänglich, sage ich mal auch. Das ist halt schon ein sehr großer Pluspunkt für mich. Ich liebe das total, da durchzustöbern und mir diese Dinge anzugucken und einfach irgendwie gefühlt kleine Schätze zu finden oder so. Generell muss ich sagen, dass ich sehr überwältigt war, wie viele liebe Kommentare ihr geschrieben habt. Also auch an der Stelle nochmal für alle, die Kommentare schreiben. Vielen, vielen lieben Dank. Es freut mich wirklich sehr. Ich versuche auch so viel wie möglich einzugehen. Manchmal weiß ich halt nur auch nicht, was ich schreiben soll. Oder manche Sachen übersehe ich auch ein bisschen, weil die App mir nicht alles richtig anzeigt. Das sehe ich dann immer erst für später oder vielleicht auch gar nicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch interessant, wenn ich generell noch mal ein bisschen Feedback zu den Vlogs gebe, wie es mir auch damit geht. Ich habe ja schon eben erwähnt, dass heute ein bisschen die Kreativität nicht so am Start ist. Das ist bei so einer langen Reihe an täglichen Vlogs, glaube ich, auch ganz normal, dass das irgendwann kommt. Ich bin erstaunt, dass es nicht schon viel früher gekommen ist. Ich hänge ein bisschen hinterher mit dem Bearbeiten, muss ich zugeben. Es fällt mir auch ein bisschen schwer, das wieder aufzuholen. Und hier und da habe ich dann im Nachhinein gemerkt, dass bei dem einen oder anderen Video ein bisschen was an der Qualität nicht so ganz 100% war oder mir nicht so 100% gefallen hat oder ich irgendwas vergessen habe einzublenden etc. Das ist aber, weil es einfach hier um die Menge an Videos und nicht um die Qualität der Videos geht, vollkommen in Ordnung im Gesamten. Ist einfach nur was ich persönlich so für mich festgestellt habe. Trotzdem ist es aber nicht so, dass ich mich überarbeite mit dem Bearbeiten und ich habe es den Tag auch schon mal erwähnt, Max hilft mir halt ein bisschen, dadurch geht das eigentlich ganz gut. Mir helfen die Vlogs tatsächlich ein bisschen meine Kreativität anzukurbeln, auch wenn ich heute gar keine Kreativität habe, aber so im Alltag, wenn ich was filme, mir zu überlegen, wie kann ich das nett aufnehmen aus einer netten Perspektive oder mal ein bisschen was anderes, damit ihr eben doch Abwechslung habt, wenn ihr das anguckt und ich auch beim Bearbeiten irgendwie Spaß daran habe, das zusammenzuschneiden und so. Und das ist echt das, was mir ein bisschen gefehlt hat. Ich habe in der Zwischenzeit auch andere kreative Outlets gehabt, aber das einfach mal wieder mit Videos zu machen, macht mir super viel Spaß und ist echt schön, das halt mal wieder zu machen. Ich bin aber auch froh, wenn ich jetzt fertig bin mit der Reihe und halt nicht mehr jeden Tag ein Video schneiden muss. Also es ist dann schon ein bisschen viel, so das wirklich auf Dauer zu haben. Aber
ja, war halt ein spontanes Projekt oder so. Es hat mir aber auch gezeigt, dass ich das halt eben kann, Videos aufnehmen, Videos bearbeiten, weil ich sehr lange das Gefühl hatte, ich bin so raus aus der ganzen Sache, weil ich jetzt über ein halbes Jahr keine Videos gemacht habe und hatte irgendwie das Gefühl, so kein Momentum zu finden, um wieder anzufangen. Und dieses Momentum hat es mir auf jeden Fall gegeben. Und es hat mir auch gezeigt, dass YouTube mein Lieblings-Social Media ist, um Dinge zu posten. Ich finde Twitter und Instagram sehr anstrengend, gerade als Konsument, aber auch als jemand, der versucht, dort was zu posten. Und YouTube ist für mich sehr viel angenehmer, als Konsument und als jemand, der was postet. Also beide Seiten sind einfach so viel angenehmer. Es ist halt alles nicht so schnelllebig und nicht so viel und nicht so overwhelming. Und über die Jahre habe ich mich halt einfach viel zu viel auf Instagram und Twitter halt konzentriert, beziehungsweise mich davon ablenken lassen und halt gar nicht mehr so den Raum für YouTube mir genommen oder nehmen können, je nachdem, wie man es sehen will. Und ja, ich nutze jetzt Instagram und Twitter und alle anderen Social Media, die sonst so irgendwo rumfleuchen, auch relativ wenig. Also YouTube ist immer noch das, wo ich die meiste Zeit verbringe und das gefällt mir eigentlich sehr. Also das ist für mich persönlich super gut. Ich finde halt gerade auf Twitter überfordert mich manchmal die Flut an Alltagsinfos von anderen Menschen. Ich meine, ich mache jetzt auch tägliche Vlogs und ihr seht auch sehr viele Alltagsdinge von mir, aber erstens ist es ein bisschen mehr gefiltert und zweitens, also als das manche Leute auf Twitter machen, habe ich das Gefühl. Und zweitens ist es auch so, wenn ihr das Video guckt, habt ihr euch ja vermutlich dafür entschieden, okay, ich klicke das jetzt an und ich nehme mir jetzt die Zeit, um das zu gucken. Aber bei Twitter zum Beispiel, finde ich, scrollt man halt so durch und dann ist halt dieser Tweet mit irgendwelchen Diskussionen oder Problemen oder einfach nur irgendwelchen Alltagsinfos von irgendjemandem einfach da. Und man hat halt kein, okay, ich nehme mir jetzt Zeit, um das durchzulesen oder so. Ist zum Beispiel was ganz anderes, wenn mir jemand eine Nachricht schreibt mit seinem Alltagsproblem, da habe ich auch weniger Probleme mit, weil ich halt dann selber entscheiden kann, okay, ich lese jetzt diese Nachricht und gehe dann darauf ein. Aber wenn ich einfach mal so durch Twitter scrolle, dann ist das einfach so da und man weiß halt vorher gar nicht, was einen erwartet. Also ich glaube, das ist das, was so der Unterschied ist. In YouTube kann ich halt auch erstmal Videos auf meine später Ansehenliste packen und dann irgendwann sagen, okay, jetzt bin ich in der Mut, dieses Video zu gucken, während ich halt bei Twitter oder auch bei Instagram vor allen Dingen einfach nur zugeballert werde mit Dingen und gar nicht mich entscheiden kann, was ich mir angucke und wann ich mir das angucke. Und das ist was, das funktioniert für mich bei YouTube sehr viel besser und macht YouTube für mich daher zu, ja, dem angenehmsten Social Media, auf dem ich mich bewege. Ich finde es halt nur schade, dass man hier keine Direktnachrichten hat. Eine Frage zum Thema Weihnachten kam auch, wie groß Weihnachten in Japan ist. Und das ist vielleicht auch was, worüber ich noch gar nicht so geredet habe. Weihnachten ist hier kommerziell, 100%. Weihnachten ist 0, gar nichts irgendwie, sag ich mal, religiös oder hat hier irgendwas mit Glauben oder mit Familie oder mit Tradition zu tun. Weihnachten ist hier wirklich hübsch und Kommerz. Und weil es eben auch vor allen Dingen Kommerz ist, gibt es natürlich sehr viel Weihnachtsdeko und jeder Shopping-Mall dekoriert irgendwie und versucht irgendwie Weihnachtsgeschenke zu verkaufen und was weiß ich nicht alles. Und ganz viele Shops und Cafés haben auch irgendwelche Weihnachtsmenüs und was weiß ich nicht alles. Das ist schon definitiv so, aber feiern tun die Leute das eigentlich nicht wirklich. Also vor allem Japaner unter sich so. Ich habe das Gefühl, in den jüngeren Generationen ist Weihnachten so ein bisschen wie Valentinstag. Also Leute gehen auf Dates beziehungsweise versuchen ein Date an Weihnachten zu haben. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo das herkommt, aber ich vermute, dass es ein bisschen was damit zu tun hat, dass man auch sagt, Weihnachten ist das Fest der Liebe und das wurde halt irgendwie ein bisschen falsch verstanden. Ich habe aber tatsächlich mal für Anji vom Kanal Taco Anji ein Video für ihren Adventskalender vor 2 oder 3 Jahren gemacht, wo ich ein bisschen über so Weihnachtstraditionen rede, die Japaner haben. Ich verlinke euch das mal unten und ich hoffe, ich vergesse es dieses Mal nicht, wenn ich erinnert mich dran. Und da könnt ihr da mal reingucken. Also ich rede auf ihrem Kanal sozusagen. Da sind nämlich ein paar witzige Sachen dabei, die sich hier in Japan so entwickelt haben, die
halt eigentlich gar nichts mit Weihnachten zu tun haben, aber hier an Weihnachten halt irgendwie so ein Ding sind. Eigentlich finde ich so ein Setting auch mal ganz nett so zwischendrin. Deswegen habe ich gerade spontan überlegt, könnten wir auch noch ein Q&A machen, dass ich irgendwann mal die Tage mache, wenn ich mal wieder so einen Tag habe, wo ich mich nicht ganz so kreativ fühle. Wenn ihr darauf auch Lust habt, dann schreibt mir gern mal Fragen in die Kommentare, die euch noch so interessieren würden. Wir können gerne auch den altbewährten Hashtag FragAnsu nutzen, damit ich die ein bisschen einfacher wiederfinde. Und damit trinke ich jetzt hier den letzten Schluck von meinem Tee und beende dieses Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Liked das Video, kommentiert und abonniert gern meinen Kanal und dann sehen wir uns morgen wieder.